Herzlich willkommen zu Eure Fragen, unsere Antworten. Dieses Getippe geht mir so auf den Sack, der Typ da. Lars, der tippt nicht, der spielt. Der spielt. Kannst du mal ohne Tippen machen, Lars? Ich sag nur eins, er spielt Ego-Shooter. Weiß das deine Frau, dass du schon wieder spielst? Spielt ein Ego-Shooter. Hä? Linke Hand auf den Cursor-Tasten. Ist deine, deine Frau zu Hause alleine mit den Kindern jetzt? Lars, das kannst du uns nicht. Und musst einkaufen, 6 Tüten tragen, 2 Kinder auf dem Arm und du spielst Counter-Strike? Hat er dich erschossen? 6 Kinder auf dem Arm und 2 Einkaufstüten. Meine Güte. Lars. Das sind hier Rabauken. Sagt man das heutzutage noch, Rabauken? Ja, das ist doch das. Ach, du guckst wieder zu, alles klar. Spectator-Mode. Bist wieder tot, was? Bist wieder über Alan gegangen, ne? Was? Er ist wieder über Alan gegangen. Ja, Alan ist blöd. Da sitzen immer Sniper. Da sitzen immer Sniper, Alan. Aber wer mit Pfeiltasten spielt... Hey, hallo, wir haben eine Sendung zu hier. Was spielst du, Lennart? Immer noch Kid Chameleon. Kid Chameleon. Weil es so gut ist. Weil es so gut ist. Ist eine Empfehlung von dir, Lennart? Definitiv. Gibt es auf der Sega Mega Drive Ultimate Collection. Auf der Sega Mega Drive Ultimate. Kriegst du da Geld für, dass du das sagen musst? 5 Euro pro Ultimate Collection. Echt? Darfst du jetzt wieder so lange mitspielen, bis du tot bist? Auf der Ultimate Edition gibt es Sega Mega Drive Ultimate Collection. Jetzt hast du wieder 5 Euro? Ja. Geil. Warum haben wir keinen Sponsor? Lennart hat einen. Der kriegt von Sega 5 Euro, wenn er sagt Sega Ultimate Collection. Was? Idee-Café. Ach, Idee-Café haben wir als Sponsor? Ist das jetzt tatsächlich zustande gekommen? Das ist jetzt offiziell. Warum haben wir hier kein Logo, kein kleines Logo? Das ist doch... Was machst du da eigentlich? Irgendwie läuft diese Sendung aus dem Ruder. Die Sendung heißt Eure Fragen, unsere Antworten. Was machen wir hier? Quatsch. Du wolltest noch eine Teilzielgruppe sagen? Hast es? Machen wir auch nicht mehr? Nicht, wenn du schwimmst. Einer muss ja hier mal durchgreifen. Dann gehe ich jetzt zum Handy. Spiele ich jetzt im Handy. Ja, soll ich übernehmen, oder was? Hallo, meine Herren. Ja, das war's dann mal wieder mit. Meine Fragen. Okay, geh weiter. Meine Frage. Welche Frage nehmen wir? Grigo möchte wissen, wird es mehr Angelgeschichten von Jochen geben? Ja, wird es. Ich war nämlich wieder auf Reise. Auf Anglerreise. Wann? Nee, war ich nicht. Ich war aber auf Sylt und habe gefrühstückt. Krabben, Matjes und Lachs. Oh. Oh, lecker. Der Herr war auf Sylt. Nur zum Frühstücken? Nein, ich habe dort Urlaub. Er jettet Urlaub immer gemacht. Rüber zum Frühstücken. Jettet. Sein Privatflugzeug. Das muss ja bewegt werden. Das Flugzeug? Ja, und man muss ja auch Flugkilometer vorweisen, damit man den Führerschein behält. Den Führerschein? Den Flugschein. Den Flugschein behält. Was hast du denn für ein Flugzeug? Cessna. Ein kleiner. Viersitzer. Viersitzer? Cessna haben Viersitzer? Ja. Die Viersitzigen schon. Ja, klingt so ein bisschen wie Rain Man. Tesla und vier Sitze. Quantas. Wie war die Frage? Wird es mehr Angelgeschichten von Jochen geben? Ja. Ich habe auch mal geangelt. Ich auch. Seht ihr? Du auch, Thomas? Ja, ich das war aber nicht die Frage. Ich habe sogar meinen Anglerschein gemacht. Du hast einen Anglerschein? Ja. Aber den habe ich tatsächlich vor 20 Jahren. Ich stelle mal eine Frage vom Angeln. Sekunde, Thomas, red mal weiter. Wann hast du den denn gemacht? Als ich 15 war. Als du 15 warst? Vor also 19 Jahren. Fragenangelschein. Kannst du dich noch an etwas erinnern, was dir... Gibt es so einen universellen Angelschein, den man machen kann? So wie ein Fischereiprüfung. Ich glaube, das war auch so ein Kinderding. Also ich habe nicht den Haken von den Erwachsenen. Okay. Hast du mit Magneten so Plastikfische geangelt? Thomas... Worin unterscheidet sich die männliche von der weiblichen Esche? Hat mehr Blätter. Ist ein Baum, oder? Ah, warte, ist das ein Angelschein? Ich wette, das ist ein Fisch. Nee, nicht googeln da! Also weißt du nicht. Die weibliche Esche kann schwanger werden?
Die männliche Esche besitzt eine längere Rückenflosse. In der Zahnformel, die männliche Esche besitzt keine Brustflossen. Was würdet ihr sagen? Wie ist ich die? Sage keine Brustflossen. Nee, das Erste. Quatsch. Das Erste. Quatsch. Du hast keine Ahnung von Fischen. Natürlich keine Ahnung, aber die hat doch nicht einfach keine Brustflossen. Wieso? Floschen. Wieso nicht? Aber eine längere Rückenflosse. Ja. Ja. Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn. Ja, nun guck, die Antwort. Nee, du musst, ich habe die Antwort nicht, du kannst googeln hier. Auf Wikipedia. Lennart spielt ja. Auf Wikipedia gibt es keine Esche. Was spielst du denn schon wieder? Comic-Zone. Was? Comic-Zone. Comic-Zone. Ja. Beim Sega Mega Drive Ultimate Collision? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kann man das überhaupt sehen? Nein, das kann man nicht sehen, deshalb sagst du es uns ja. Ja, dann macht es ja gar keinen Sinn. Ja, ich spiele Comic-Zone. Warte, wir können es aber hier verschieben. Können wir jetzt wissen, was dieser Fisch für Flossen hat? Telefon. Ich muss mal eben ran. Die männliche Esche, hat eine größere Rückenflosse. Die männliche Esche hat eine größere Rückenflosse, wie ich gesagt habe. Diese ist bei der weiblichen auch vorhanden, jedoch ist sie bei ihr... Moment. Der Text geht nicht weiter. Schön. Cliffhanger über die männliche und weibliche Esche. Das war's? Also du hast einen Angelschein und wusstest das schon mal nicht. Kann man ja so sagen, ne? Ja. Aber ich bin ja auch nicht stolz drauf, den zu haben, weil Angeln ist doof. Wieso hast du denn einen Angelschein, wenn Angeln doof ist? Ja, weil ich da jung war und dumm. Jetzt weiß ich, dass das Tiere... Dass das und jetzt bist du was? Alle unsere Angelfreunde beleidigen, indem du sagst, dass man dumm ist, aber einen Angelschein hat? Und wir haben eine Menge Angelfreunde, weil wir tolle Angelgeschichten haben im Programm. Nein, die was sind... Was pfeift hier so? Das ist die Heizung. Die Heizung. Die sind natürlich nicht dumm. Da kommst du nicht mehr raus. Es sei denn, du schneidest es digital. Ja, hallo, raus. Du kannst doch nicht. Du kannst doch. Wir fangen jetzt hier nicht die Tierdebatte an. Wieso fragst du mich nicht die Tierdebatte an? Du kannst doch nicht ein Tier mit einem Haken durchs Gesicht jagen, während es lebt. Das geht doch nicht. Das tut doch weh. Ach so. Jetzt fangen wir mal so an. Man kann ja auch kein Tier mit einem Haken, während es lebt, aber eine Kuh einsperren. Ja, sperre ich eine Kuh ein? Zu Hause? Du hast doch gestern Salami gegessen. Ich habe gestern überhaupt... Weißt du, Lennart ist Vegetarier. Der darf das Maul aufreißen. Aber wann hast du deine letzte Brotstulle, deine letzte Fleischstulle gegessen? Das letzte Mal Fleisch habe ich tatsächlich von deiner Bolognese probiert. Und davor habe ich 4 Jahre kein Fleisch gegessen. Das sind alles... Du hast 4 Jahre kein Fleisch gegessen, bis Jochen ankam mit Bolognese? Ja, die habe ich probiert. Die war gut, ne? Ja, die Bolognese war gut, aber ich habe, da war kein Fleischgeschmack so. Es war so, als ich hätte auch auf Soja rumkauen können. Also so die Masse, meine ich. Ach, das hast du mir jetzt, er hätte auch auf Soja rumkauen können. Nein, sie hat ja die sehr gut Bolognese ist berühmt, also die von meiner Frau, die ist Hammer. Die ist lecker. Die ist scharf und da ist nur Bio-Rinderhack drin. Ach so. Nee, ich sag ja, sie hat ja geschmeckt, aber ich habe jetzt kein Fleisch geschmeckt oder so. Was? Ja. Du hast kein Fleisch geschmeckt? Sie hat sehr ja, du hast ja auch keine Fleischrezeptur mehr, wenn du 4 Jahre kein Fleisch isst. Fleischrezeptur? Ja, ist doch so. Bei dir sind die Fleischrezeptoren verkümmert, es tut uns leid. Ja. Na, macht nichts. Wenn du irgendwann kein Fleisch mehr isst, dann schmeckst du es auch nicht mehr. Ist das erblich? Wenn du jetzt mal Kinder hast, haben die auch keine Fleischrezeptoren mehr? Das ist tatsächlich ein ernstes Thema, weil meine Freundin ja auch seit ihrer Kindheit gefühlt Vegetarier ist. Wie machen wir das, wenn wir mal ein Kind haben? Also das soll essen, was es will. Ja, aber wenn es keine Fleischrezeptoren hat? Schokolade essen. Ach so, ja. Das überlegt ihr euch, ein Kind zu machen gerade? Ja, so in den nächsten 4 Jahren. In den nächsten 4 Jahren. Also jetzt noch ein Jahr warten und dann kannst du langsam... Ich würde nicht warten. Hinterher klappt es nicht und dann wird es immer... Das klappt. Und ob das klappt, warten wir mal ab, ne? Geladen und in Sicherheit. Und dann toi, toi, toi. Gut. Nee, jetzt nicht. Ich sehe ja, was bei dir das macht. Solltest du dann bei der Geburt dann mit bei der Geburt sein, ne, und es zum Kaiserschnitt kommen und der Chefarzt dann sagen, noch 60 Sekunden, nur keine Panik, es ist immer noch eine Minute Zeit. Hast du, was mich schon seit Wochen plagt an Frage, hast du eigentlich jeglichen Proviant, den du mitgenommen hast, auch aufgegessen in der Klinik? Nein. Hast du überhaupt was übrig? Hast du was gegessen? Was für Proviant hast du denn mitgenommen? Äpfel, Bananen, Salat, Karotten. Wasser. Hast du gedacht, deine Frau bringt irgendwie einen Gorilla zur Welt oder was? Gleich mal. Hoi.
Wieso nächste Frage? Wir sind das schon durch. Ach ja, wir machen nur noch eine Frage. Ja, wir sind durch. Haben wir denn schon 8 Minuten? Ja, haben wir. Können wir da noch was digital rausschneiden? Ich habe zwischendurch unterbrochen, weil ich ja nicht wusste, wer am Telefon ist. Ach so, okay, alles klar. Aber als es dann klar war, habe ich... Gut. Ne? Danke. Lennart, danke, ne? Bitte. Tschüss.